Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von One-on-One auf 1878 TV. Wir haben uns jetzt länger nicht mehr gesehen und gehört. Heute haben wir wieder die Chance, mit unserem Cheftrainer ein wenig über die letzten Wochen und die anstehenden Aufgaben zu sprechen. Mike, das letzte Wochenende, eigentlich zwei richtig gute Spiele gemacht. Am Freitag in Mannheim eigentlich ein klasse Auswärtsspiel absolviert. Am Ende hat es leider nicht für Punkte gereicht. Das haben wir dann am Sonntag gegen Bremerhaven nachgeholt. Wie hast du das Wochenende erlebt? Ja, eigentlich das stimmt. Vor allem in Mannheim auswärts zu spielen gegen Mannheim ist Hart-Eishalle, um Punkte rauszuholen. Aber wir waren stark. Wir haben eigentlich eine sehr gute Partie abgeliefert. Aber es spricht zu der ganzen Liga, wie eng und wie ausgeglichen es noch immer ist. Weil, ich meine, wir haben gut gespielt und trotzdem, wir haben keine Punkte gewonnen. Wir haben das gut gemacht, zwei Tage später gegen Bremerhaven. Wir haben das vorher angesprochen, der allererste Tor von der Bremerhaven ist reingegangen, aber die Jungs sind cool geblieben und vor allem Boutin ist cool geblieben. Und im Laufe der Partie, ich glaube, wir haben das Kommando übernommen und letztendlich Tore geschossen, gut in unserer Zone gestanden und drei Punkte geholt. So, es hat besser ausgehen können, aber auch schlechter. Und ich glaube, wie gesagt, unsere Liga, die muss einfach für jeden Punkt hart arbeiten und es geht für das kommende Wochenende auch. Am Freitag geht es nach Iserlohn. Die letzten Jahre ist sicherlich eines der stärksten Heimteams der Liga dieses Jahr. Der Start nicht ganz nach Plan für die Roosters. Was brauchen wir, um da bestehen zu können? Ich glaube schon wieder eine gute, kompakte Auswärtspartie. Iserlohn, das ist vielleicht zum Beispiel das schwierigste Eishalle in ganz Deutschland zu spielen. Es ist brutal laut, meistens du spielst viel im Untertal auch. Aber wenn wir diszipliniert an der Sache gehen und vor allem, ich meine, wir wissen, die Iserlohner, die werden rauskommen wie der Feuerwehr. Die sind hoch motiviert, die haben ein bisschen Erfolg letztes Wochenende gehabt. Und es ist nur wichtig für uns, dass wir kompakt in unserer Zone stehen, dass wir so viele Schüsse wie möglich blockieren. Und wenn wir unsere Chancen bekommen, dass wir die gut ausnutzen. Am Sonntag warten wir dann auf Ingolstadt zum Derby. Auch wieder eine ganz heiße Partie, sicherlich auch gut besuchtes Kurt-Frenzel-Stadion. Was müssen wir da machen, um drei Punkte zu holen? Ein Derby ist immer was Besonderes und du weißt automatisch, dass beide Mannschaften werden hochmotiviert reinkommen. Die haben ein paar Spieler, die vielleicht unter der Top 5 in der ganzen Liga kommen. Dynamisch, explosiv. Sie haben einen neuen Trainer in Ingolstadt. Sie spielen ein bisschen anders als voriges Jahr. Aber trotzdem, zu Hause vor allem, wir wollen unser Heimvorteil ausnutzen. Wir wollen Momentum aufbauen und uns vor unser Publikum gut präsentieren. So, Tag zu Tag, wir haben gewisse Dinge verbessert. Und ich glaube, wenn wir unser Spiel spielen, dann wir haben immer eine Chance, Punkte zu holen. Letztes Wochenende hattest du das vermeintliche Luxusproblem, aus dem Vollen schöpfen zu können. Wie sieht es jetzt aus? Sind übers Wochenende angeschlagene Spieler dazugekommen oder kannst du wieder auf alle zurückgreifen? Über die letzten zwei Wochen, ein gewisser Anteil von unserer Mannschaft ist krank geworden, aber nichts Gravierendes. Dieses Wochenende zum Beispiel für den letzten Spieler Zesemski hat sich am Knie verletzt. So. Er wird hier in Augsburg nicht spielen und auch in Ravensburg nicht spielen. Sonst ein paar angeschlagene Spieler. Ich muss morgen noch im Training genau anschauen, wie wir stehen und ob dementsprechende Spieler mitspielen können. Aber wir haben mit unserer Kader genug Tiefe, dass wir können das kompensieren. Und wenn das bedeutet, ein paar andere Spieler neue Rollen annehmen müssen, vielleicht ist es sogar ein guter Ding, weil es ist leider Verletzungen kannst du nicht vermeiden. Und es ist nur, wie gehst du aus einer Mannschaft an der Sache nachher? Und ich glaube, wir werden mehr als genug Leute an Bord haben. Danke, Mike. Für unsere Panther geht es dann weiter am Freitag 19.30 Uhr in Iserlohn gegen die Roosters. Natürlich live auf telekom-eishockey.de. Am Sonntag dann um 16.30 Uhr dieses Mal das Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt. Wir freuen uns. Bis dahin. Ciao.